Wie bitte? Ja, es stimmt tatsächlich. In Los Angeles werden jetzt die Straßen weiß gestrichen, um das Hitzeproblem der Stadt einzudämmen. Ob das klappen wird und noch viele weitere kreative und kuriose klimarettende Projekte gibt es jetzt hier bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Wir reden ja hier immer wieder mal über den Klimawandel und seine Folgen. Und natürlich ist es längst überfällig, dass jeder Einzelne mithilft, die globale menschengemachte Erwärmung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das doch im Alltag echt leicht umzusetzen. Fahrrad oder zumindest Busfahren oder Bahnfahren, statt das Auto zu benutzen zum Beispiel. Im großen Stil müssten die erneuerbaren Energie gefördert werden und so weiter und so fort. Einige von euch können diese ganzen Dinge zum Klima retten, aber vielleicht nicht mehr hören. Ja, klar, verstehe ich. Aber ich habe jetzt was für euch, denn Forschungsteams weltweit haben auch noch andere, wirklich sehr ausgefallene und kuriose Ideen, um den Klimawandel zu stoppen. Die Top 4 abgefahrensten Ideen gegen den Klimawandel jetzt bei Klicks und Science Fiction. Auf der 4, weiße Straßen und Städte. Die erste Idee kommt aus den USA. Der aktuelle Präsident Donald Trump hat ja mal gesagt, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen. Wir wissen alle, dass er nicht wirklich ein Vorreiter in Sachen Klimapolitik ist. Andere amerikanische Politiker dafür aber umso mehr. Sie wollen die Klimaziele wie geplant umsetzen. So zum Beispiel Los Angeles. Die Stadt hat ein riesiges Hitzeproblem. Temperaturen von mehr als 35 Grad sind genauso wie Hitzetote keine Seltenheit. Der Bürgermeister von LA, so heißt Los Angeles, kurz abgekürzt, hat deswegen jetzt eine Maßnahme gegen den Klimawandel beschlossen, die auf den ersten Blick erstmal ziemlich kurios klingt. Einige Straßen der Stadt werden mit einem hellen, kühlenden Belag asphaltiert. Das komplette Stadtbild von Los Angeles wird sich dadurch verändern. Konkret wird eine Spezialfarbe zum Einsatz kommen, die in der Lage ist, den Asphalt um 7 Grad herunterzukühlen. Ursprünglich entwickelt wurde diese Fahne namens Cool Seal mal für die Militärfahrzeuge, die dadurch während ihrer Wartezeiten heruntergekühlt werden konnten. Dadurch waren sie besser getarnt und konnten auch durch Infrarotkameras nicht vom Feind entdeckt werden. Und Cool Seal soll nicht nur die Straßen abkühlen, sondern auch einen anderen positiven Effekt mit sich bringen. Auch die Klimaanlagen sollen dadurch weniger laufen. Eine kuriose, aber effektive Idee. Im Herbst wird die Farbe nun in einigen Bezirken der Stadt getestet. Mal sehen, ob es sich durchsetzen wird. Dennoch ist das ein wirklich teures Projekt. Pro Kilometer Straße kostet das Ganze rund $40.000. Weiter gedacht könnte es aber zukünftig ganze Städte in weiß oder hellen Farben wie beige geben. Nicht nur weiße Straßen, sondern auch weiße Dächer und Häuser. Sie würden das Sonnenlicht dann ins All reflektieren. Ganz nach dem Vorbild vieler Dörfer in Nordafrika oder Südeuropa, deren Häuser selbst bei der größten Hitze kühl bleiben. Die 3. Künstlicher Vulkanausbruch, Schwefelwolken in der Atmosphäre. Wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet, heftige Vulkanausbrüche können letztendlich dafür sorgen, dass sich der Himmel verdunkelt. Viele Millionen Tonnen Schwefel werden bei einem Ausbruch in die Atmosphäre geschleudert. 17 Millionen Tonnen waren es zum Beispiel beim Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991. Auch damals verdunkelten die kleinen Schwefelsäuretröpfchen in der Atmosphäre den Himmel. Die Temperatur damals sank weltweit um 0,5 Grad. Es gibt tatsächlich Überlegungen, solch einen Ausbruch künstlich nachzuahmen. Diese Ideen kommen aus dem Bereich des sogenannten Geoengineering oder auch Climate Engineering genannt. Damit sind gezielte Eingriffe in das weltweite Klimageschehen gemeint, also grob gesagt mit Hightech gegen den Klimawandel. Denn wenn Schwefeldioxid im großen Maßstab in die Stratosphäre gesprüht wird, gäbe es wohl einen ähnlichen Effekt wie bei einem großen Vulkanausbruch. Das Sonnenlicht würde durch die Schwefelpartikel ins Weltall reflektiert. Auf der Erde würde es kühler werden. Eine ähnliche Idee kommt von einem Chemie-Nobelpreisträger. Demnach sollen Spezialflugzeuge oder Heißluftballons in einer Höhe von 15 bis 20 Kilometern feine Schwefelpartikel versprühen. Seiner Rechnung nach ließe sich die Temperatur auf der Erde dadurch um bis zu 2,5 Grad bis zum Jahr 2100 senken. Und diese Idee war nicht ganz neu, denn schon in den 80er Jahren gab es einen Klimaforscher, der auch Schwefeldioxid als Lösungsvorschlag im Kampf gegen den
Klimawandel vorgeschlagen hatte. Doch die Nachteile sind gravierend, denn der Schwefel in der Atmosphäre würde wohl nicht nur das Klima abkühlen, er würde auch die Ozonschicht zerstören. Forschungsteams weltweit denken deshalb jetzt über andere Aerosole nach, mit denen solche Ideen umsetzbar werden. Und auf der 2 Sonnenschirme im Weltall. Ganz ohne Chemie kommt die Idee eines Astronomenteams der University of Arizona aus. Auch sie beschäftigen sich mit dem Geoengineering und wollen den Klimawandel auf der Erde bekämpfen, indem sie zwischen der Sonne und der Erde so etwas aufspannen wie einen gigantischen Sonnenschirm. Konkret schlagen sie Siliziumscheiben vor, die die Einstrahlung der Sonne um knapp 2% reduzieren sollen. 16 Millionen dünne Siliziumscheiben müssten dafür mit Hilfe elektromagnetischer Kanonen ins All geschossen werden. An dem Punkt, wo sich die Anziehungskraft von Erde und Sonne aufhebt, da würden sie sich dann aufreihen und eine Art Sonnensegel bilden. Wow, doch diese Idee steckt noch in den Kinderschuhen. Zum einen wäre das natürlich mit gigantischen Kosten verbunden, zum anderen sind die Risiken kaum abzuwägen. Modellrechnungen sagen voraus, dass sich die Tropen durch solch ein Projekt abkühlen könnten. Arktis und Antarktis könnten dagegen trotzdem wärmer werden. Und auf der 1. Künstliche Bäume pflanzen. Mit Bäumen das Klima retten. Das Prinzip dahinter hat sicher jeder schon einmal gehört. Wälder nehmen über die Bäume Kohlendioxid aus der Luft auf. Sie fixieren es im Holz. So sinkt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre und die Erderwärmung wird gebremst. Und so heißt es immer wieder, dass große Flächen aufgeforstet werden müssen. Doch der Nachteil liegt auf der Hand. Es sind immense Flächen, die gebraucht würden. Und zudem würde es Jahrzehnte dauern, bis es etwas nutzt. Deswegen gibt es im Kontext Geoengineering auch allerhand Ideen, künstliche Bäume zu pflanzen. Bäume aus Stein könnten beispielsweise nach dem sogenannten Air-Capture-Verfahren CO2 aus der Atmosphäre holen. Das CO2 würde hierbei unterirdisch gelagert werden. Doch die Technik ist teuer und noch nicht wirklich effektiv, denn noch ist es ziemlich aufwendig, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Ja, das waren jetzt also die Top 4 kuriosen Ideen zum Kampf gegen den Klimawandel. Doch was das Geoengineering betrifft, da halten es die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Regierungschef dieser Erde für zu früh, solche Techniken tatsächlich umzusetzen. Sie seien zu wenig erforscht und die Auswirkungen zu krass. Dennoch steht auch fest, dass solche Ideen nicht gleich von vornherein als Mittel gegen die schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung auszuschließen sind. Ja, und hier bei Klixum halte ich euch natürlich dazu auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Ja, hier geht es weiter mit Klimawandel bewiesen, Skeptiker endgültig widerlegt. Ja, sehr spannendes Video mit allen wichtigen Argumenten. Also nicht verpassen und draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.